Seit einigen Monaten beschäftigt sich das Europäische Parlament mit einem sogenannten Omnibusverfahren. Auch der Regionalausschuss ist dabei mit beteiligt. Und wenn ich das irgendwo erwähne, dann kriege ich 1000 Fragezeichen in allen Augen derjenigen, die mir zuhören. Was ist bitte schön ein Omnibusverfahren? Deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, ganz kurz zu erklären, was das eigentlich soll. Die Verbindung Omnibus mit einem Gesetzgebungsverfahren ist eigentlich ganz lustig, weil es in der Tat wie so eine Art Omnibus funktioniert. Der Vorschlag, den die Kommission gemacht hat, betrifft vor allen Dingen die Veränderung der Finanzordnung bzw. der Haushaltsordnung der Europäischen Union und will vor allen Dingen beitragen zur Vereinfachung, zur Entbürokratisierung von Abrechnungsprozessen europäischer Gelder. Da europäische Gelder aber in ganz vielen Programmen und Politikbereichen der Europäischen Union eingesetzt werden, müssen natürlich alle beteiligten Gesetzgebungsakte mitgeändert werden, wo irgendwo Geld ausgegeben wird. Das heißt, vor allen Dingen im Bereich der Kohäsionspolitik, wo etwa ein Drittel des gesamten EU-Budgets ausgegeben wird für Investitionen in den Regionen, muss die entsprechende Gesetzgebung geändert werden. Und das ist sozusagen der Omnibus, hat viele Passagiere. Die gesamte Kohäsionspolitik ist betroffen, die Verkehrspolitik, die Forschungspolitik, die Jugendpolitik, alles ist betroffen und die sitzen dann faktisch im Omnibus als Passagiere drin. Deswegen dieser etwas bizarre Name. Wir haben heute im Regionalausschuss unseren Teil abgestimmt und der Vorschlag der Kommission ging bei uns allerdings ein ganzes Stückchen noch weiter als nur die Vereinfachung und Entbürokratisierung der Kohäsionspolitik, sondern es wurden auch neue Politikbereiche eingebracht, beispielsweise die Förderung mit europäischen Mitteln von Integration von Migranten und Flüchtlingen. Für mich ein ganz wesentlicher Punkt und ich freue mich, dass dieser Vorschlag der Kommission auch durch unseren Ausschuss voll unterstützt worden ist. Jetzt müssen wir sehen, wie die Verhandlungen weitergehen und vor allen Dingen, wie sich dann im Trilog, also wenn wir dann auch mit den Mitgliedstaaten über die endgültige Gesetzgebung verhandeln, welche Ergebnisse wir dann letztlich erzielen können.